darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Hornig. Ich bin Pfarrer in Oberwaltersdorf, eine Pfarrei im Bezirk Baden bei Wien, bekannt durch Frank Stronach und jetzt Siegfried Wolf und Seelsorger der Justizanstalt Hirtenberg. Und ich habe heute die große Freude und Ehre, Herrn La Roche begrüßen zu dürfen in unserer Pfarre, der die Aktion Österreich, Deutschland oder Europa, ja eigentlich die ganze Welt betet, ins Leben gerufen hat. Es gibt bereits weltweit 4000 Gebetsgruppen, die sich von selber oder geführt durch den Geist Gottes gebildet haben, ohne Organisation, ohne Aufwand, ganz von selber, so wie Gott wirkt. Dort, wo der Geist Gottes wirkt, braucht es keine Bürokratie, braucht es keinen Apparat, braucht es keine Apparatschicks, da geht es fast wie von selber. Und das Geheimnis ist das Gebet des Rosenkranzes. Die Gottesmutter hat uns ja dieses Gebet, diese Waffe, möchte ich fast sagen, gegen den Ungeist in die Hand gegeben. In allen möglichen Erscheinungsorten, die es weltweit gibt oder gab, wird darauf hingewiesen. Und wir sind eigentlich sehr dumm als katholische Christen, dass wir diese Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen, dass wir das, was die Gottesmutter im Auftrag Gottes uns sagt, nicht beachten. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die Lage so ist, wie sie ist. Jetzt aber soll es aufwärts gehen und deswegen ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir die Mahnungen, Warnungen und Weisungen der Gottesmutter ernst nehmen und umsetzen, dass wir dieses Mittel einsetzen, diese Wunderwaffe möchte ich sogar sagen, diese spirituelle Wunderwaffe, denn dann kann sich in Gesellschaft und Kirche etwas zum Besseren verändern. Schimpfen und jammern nützt nichts, beten nützt sehr wohl, weil es dann die Allmacht Gottes ins Spiel bringt und die brauchen wir heute. Wer auf Gott nicht vertraut, der muss den Regierungen, den Mächtigen, dem Kapital, den Finanzen, der Pharmaindustrie vertrauen. Wer das tut, was die Gottesmutter uns rät oder bittet darum, der hat die stärkste Kraft hinter sich, die Kraft Gottes. Und dann kann man wirklich sagen, wenn Gott mit uns ist, wer ist dann gegen uns? Deswegen möchte ich jeden und jede herzlichst einladen und bitten, dieses in die Tat umzusetzen. Jeder kann beten, ob alt, jung, gescheit oder nicht gescheit, klein, groß. Und dann entsteht eine gewaltige Kraftwoge des Guten und eine Revolution zum Besseren. Und dass dieses geschehen möge und dass Sie und ich daran mitwirken dürfen, darum möchte ich heute den Heiland in ganz besonderer Weise bitten auf die Fürsprache der Gottesmutter und darf Sie und alle, die jetzt zuschauen oder das sehen, den Segen und die Gnade und die Freude Gottes erbitten. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.